Jaroslav Dropny muss gehen, das ist jetzt klar. Er war immer da, wenn er gebraucht wurde, hat immer top gehalten. Was sagst du dazu? Ja, ich muss schon ganz ehrlich sagen, also ich will mich mal richtig ausdrücken, ich finde das zum Kotzen. Also das ist so, also ich könnte mich übergeben. Also wenn ein Mikrofon da nicht wäre, würde ich jetzt kotzen. Also was sie da, sich da abgekniffen haben, ob das, ich weiß ja nicht von welcher Seite, es kommt von Beiersdorfer oder Lavadia oder ich weiß jetzt nicht. Also ich finde das eine absolute Frechheit. Der Mann, das ist ja hier eine Legende, das ist ein Stück HSV, was sie verschenken. Da bin ich von überzeugt. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Als Fan überhaupt nicht. Also als Fan überhaupt nicht. Der hat uns hier zwei oder dreimal den Arsch gerettet. Gegen Bremen hat er ja auch wieder Weltklasse gehalten. Ich wiederhole mich da. Den kannst du um eins wecken und der läuft hier auf, dann ist er Weltklasse. Und was mit Adler wird mit seiner Verletzung und mit den anderen Fliegenfängern aus Darmstadt, das wissen wir alle noch nicht. Da bin ich mal gespannt. Das kann in die Hose gehen, das Ding. Das Thema ist noch lange nicht beendet. Das ist meine Meinung.